Servus Leute und willkommen zurück zu Turmöl und Scheiße, ich darf keine Kreuzungen machen. Okay, der ist jetzt verbaut, den kannst du eigentlich nehmen und vergessen. Halt, da kann man auch keine Verzweigungen mehr machen. Wir könnten jetzt probieren, darüber zu graben, runter zu graben, weil der ist jetzt auch aus. So, den Preis kann ich gleich einmal... Brauche ich jetzt lager mal alles ein, aber... Wir haben's so gut wie verbockt, glaube ich. Da kann ich auch keinen... Oh, ich kann einen hinstellen. So, ich bin gerade überlegen, wie ich am besten bohren soll. Dass es nicht zu teuer wird. Der zeigt mir so zwar ein bisschen... Oh nein, das war da drüben. Ich musste jetzt so schief hinauf. Das bringt nichts. Das muss jetzt gleich ordentlich vorwärts gehen. So, einlagern. 1,23 ist zwar ein heftiger Preis. Könnte ich überlegen. Das Problem ist, ich darf nicht so weite Wege gehen, weil wenn ich so weite gehe, kann ich nachher nicht mehr abzweigen. Boah, das ist auch ein... Wir müssen da unbedingt die nächsten Dinger machen. Das Gute ist, es geht jetzt bis zum Ende des Jahres, halt, wir können da noch einiges an Geld investieren. Wir werden auch da noch mal hinübergehen, würde ich fast vorschlagen. Machen wir mal da so hinüberbohren. Da bohren wir den zweiten auch noch an, dass ich da was sehe. Weil das der zumindest ein bisschen pumpt dabei. Es gibt nicht, dass ich da gar nichts habe. Nein, habe ich da jetzt verbunden? Ich bin ein Heinzi. Glaubst du, dass im Boden kein Öl mehr übrig ist? Klicke auf das Schaltersymbol und trete von der Verpackung zurück. Beende du das Level vor dem ersten Zimmer und erhalte einen Bonus. Was ist auf das Schaltersymbol? Schulden, verbleibende Verpackung. War 833, das hätte ich zurückbekommen. Es ist halt jetzt die Frage, soll ich es machen? Ja, ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, ob es da noch was geben hätte. Hey, ich bin zurückgetreten, oder? Level anhalten und sofort zurückkehren. Da unten wären es gewesen. Bonus für frühzeitig bekommen wir 1000, Verpackungsrückzahlung 8, dann haben wir 435 Gewinn gemacht. Halt nicht sehr viel, aber besser als gar nichts. 571 ist halt nicht viel. Hast du das Gefühl, dass dein Ölförderungsbetrieb Platz für Verbesserungen hat? Geh zu den Bürgermeister-Tipps und werde dir helfen gegen eine kleine Entschädigung. So, Bürgermeister. Oh ja, ich hab dich erwartet. Was kann ich für dich tun? Tipps für Bürgermeister. Tipps für die... Was für nur 25 Bukaros kaufen? Ja, kaufen wir mal. Erstens. Hohe Reichweite. Rohre müssen nicht den Boden eines Ölfelds erreichen. Wenn sie verbunden wurden, wird das Ölfeld komplett geleert. Willst du mich verkaufen? Der will mich verarschen. Ich muss nämlich jetzt wieder was in Darlehen aufnehmen. Mindestens 3,5. Die Bürgermeister-Tipps sind für den Hugo. So. Das war mal scheiße, das Gebiet. Da ist 29, das ist auch nicht besonders. 34, 34. Ich probiere jetzt das da oben aus. So, 2000 hat es gekostet. 2000 haben wir noch übrig, dann würde ich sagen, gehen wir los und schauen wir, dass wir die anderen irgendwie schlagen. So, 2 Geher, 1, 2, ich kann nicht mehr als 2 machen. Der Preis ist auch für unter alles der Sau. Obwohl ich könnte 3, werde dann nur eine Plattform bauen, weil sonst geht es sich wieder nicht aus. Ich muss schneller was finden, Leute. So, der hat da drüben gefunden. Dann würde ich sagen, bohren wir mal hinunter.
93 Cent sinkt Preis, 87 Cent, das steigt ein bisschen. So, das passt. Kommt gleich da daneben der Bunker gleich einmal hinein. Wir sollten das eigentlich schaffen. Das craten wir ab. Und dann wieder mal eingelagert. Das vergrößern wir noch. Stellen wir noch ein Pferd an. Und erst über einem Dollar verkaufen wir. So. Sollte sich ja doch schön langsam ausgehen. Ich weiß, dass da drüben ein Vorkommen ist, aber es interessiert mich gerade nicht. So, ich werde mir da gleich eine Rüben hinschicken noch einmal. Na, steigt der Preis noch? Ein Dollar hätte ich schon gerne. Ist wurscht, verkaufen wir mal eine Ladung. Wir brauchen die Kohle. Ja, das Vorkommen ist schon wieder ziemlich leer. 98 Cent nicht mehr. 98 Cent, shit. Ah, die bunkern ich noch ein. Ah, da ist halt jetzt die Frage, soll ich rüber bohren und runter? Das wird am sinnvollsten sein, da mal zu bohren. Da muss ich fast den zweiten zum Verkaufen hinschicken. Das hat der was gefunden? Schaut fast so aus. So 83 Cent unter 80 verkaufe ich nicht mehr. Obwohl ich eigentlich muss. Da ist nichts. Scheiße, da herüben ist es. Ich hoffe, ich erwische es. Gerade außerhalb. So. Reinbohren, zack, Upgrade, Upgrade. Upgrade. Und die Pumpe läuft. Kann ich... Was? Kann ich da nicht... Ah, ich habe kein Geld dafür. Ich will relativ knapp eins hinstellen, dass ich da daneben vielleicht noch einen Plattformturm hinstellen kann jetzt nachher. Ein Pferd zum Einlagern noch. Der Preis ist im Keller. Bitte dabei einlagern. Vergrößern wir. Naja, es läuft nicht so gut. Der Preis ist halt nicht Bombe. Zwei sollen da jetzt mal verkaufen. So, und jetzt werden wir da drüben nachher gleich den nächsten ausstellen. Und bitte den einen Wünschelrutengeher da herüben mal einschalten. Der scannt halt nicht tiefer als bis da. Alles was unterhalb ist, findet man nicht. Es ist gar nicht so einfach. 89 Cent ist halbwegs in Ordnung schon. Da werden wir mal alle zu verkaufen schicken. Sollen sich voll füllen und geht schon. So. Und ich hoffe, dass das jetzt ein größeres Vorkommen ist. So, gleich mal upgraden. Da drüben ist er vorkommen gut. Da werden wir gleich mal rüber bohren. Mal das auch noch anzapfen. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch überhaupt ein Vorkommen drinnen ist, gerade wo das halt das erste unterm ersten Tor. So, wie schaut der Preis aus? Da ist er 1 Dollar noch. Da sinkt er. Und werden wir da und die da runter. 5 da drüber. So, jetzt kommt es davon, ist das unterhalb oder ist es oberhalb? Passt, unterhalb. Zack, zack. Soll er gleich upgraden? So. Wir werden jetzt auf gut Glück mal bis daher bohren. Wir brauchen unbedingt Abzweigungen. Ohne Abzweigungen kannst du es vergessen.
kann ich alle schicken. Schauen wir, dass wir noch zwei einstellen. Es könnte natürlich sein, dass jetzt genau unter den großen Ölbottichen auch welche sind, aber ich will da nicht hinbohren unbedingt. Wir werden da noch mal einen reinhauen. Weil, wenn der mal in der Mitte einen entdeckt, kann das nur auf der Ebene sein. So, mit dem gehe ich jetzt nachher hinunter schon. 88 Cent ist halt fast gar nichts mehr. Aber es ist das Sinnvollste, weil die Bottiche sind ziemlich voll. Ich muss noch verkaufen. Nein, das sind Vorkommen. Ich hoffe, das ist ein grün. Habe ich vorbeigebohrt. So. Zack, 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 zack. Geht schon. Der pumpt dann auch wieder wie wahnsinnig. So, ich schau mal, dass die einlagern so viel wie geht. Aber es ist halt nicht besonders. So, du bohrst mal weiter da hinüber. Du könntest eigentlich auch. Da könnte man eigentlich da mal hinunter bohren. Und ich gehe von da unten mal hinauf und gehe dann so entlang noch. Da ist schon das nächste Vorkommen. Ich hoffe, dass. Ja, das muss ich zwar ein bisschen zurückbohren, aber das sollte dann reichen. So, wir müssen verkaufen. Scheißpreis. Und jetzt haben wir ein Blow-Up. Weil sie es nicht mehr nirgends einlagern können. So, Juli. Bis Dezember müssen wir durchkommen. Mit das X kann ich vorspulen, oder was? Dann rennt das ein bisschen schneller. So, weg mit euch. Bessere Preise ist da drüben. Bitte alle da drüber fahren. Ein bisschen vorspulen. Der Preis steigt da noch immer. Das ist jetzt gerade schwierig. Ich überlege gerade, wo ich noch kurz hinbohren soll, dass es was sinnvoll macht. 1,6 $. Die können jetzt was. Na, 1, 2, 3, 4, 5. Na, einen noch. Die müssen jetzt nämlich verkaufen. So, dann bohren wir mal darüber noch. Ich weiß es, ich bohre gerade irgendwie. Wir brauchen unbedingt die Upgrades, dass wir das Gebiet entdecken. Das ist jetzt einfach auf gut Glück so dahin gebohrt. Der hat was gefunden. So, geht schon, weiter mit dir. Da haben wir auch einen gefunden. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir noch so viel finden. So, 1 $, 1,08 $. Scheiße, wir müssen schon über auf den nächsten drauf. Ist ja viel besser schon der Preis. Ja, jetzt haben wir auch schön leer gemacht. Unter 1 $ verkaufen wir jetzt nicht. Jetzt würde ich einlagern dann. So. Bohren wir mal rüber und da bohren wir auch gleich noch weiter. So, jetzt lagert es einmal ein bisschen. Die Investitionen, was wir halt haben, sind schon heftig gewesen. Mich interessiert jetzt eigentlich, wenn ich da runter bohre, was dann ist. Durchbohr den ganzen. Das ganze Gebiet da schon. Na, da kann nichts mehr sein.
Höchstens da in der Mitte noch drinnen. Bauen wir darüber noch, ist ja egal. Der Preis von ist ziemlich im Keller vom Öl. Schauen wir das mal ein bisschen vorspulen. Der darf dann noch vorwärts bohren. Aber es ist fast unnötig. Ich sehe gerade, unser Lager ist voll. Ich investiere jetzt die $500 noch darüber zu. Aber wir haben jetzt keinen Scheiß, wir haben keinen gescheiten Preis. 57, 58, 60. Jetzt sind nämlich gleich die Pferdewegen auch voll. Und das ist nachher ziemlich kacke. Alles verkaufen. Kann man da hoch und runter scrollen noch irgendwie? Mir kommt das jetzt so weit vor, so wie wenn das weiter nach unten gegangen wäre bei dir. Weil sonst kriegen wir jetzt eh nicht alles verkauft. So. Was? Wieso hat es den Blow abgeben? Den habe ich jetzt nicht verstanden. So. Der eine ist leer. So alles. Ich sehe gerade, der Preis ist ja viel schlechter. Leute, wieso sagt ihr nichts? Das gibt's nicht. Schnell rüber die ganzen. Ein bisschen was verdienen wir ja noch. Okay, jetzt ist es eigentlich aus, oder? Da kommt so wenig Öl an. Deswegen würde ich fast sagen, Level anhalten. Wir haben alle Ölvorkommen gefunden. 16.000 Bonus und wir haben nochmal einen Bonus für aufgebrauchtes Öl. Perfekt gemacht. Schön, 16.000 Cash, das ist ordentlich. Wir sind jetzt wieder auf vierter Stelle noch immer, aber ich glaube, jetzt können wir ein bisschen Geld investieren und ein bisschen in die Forschung starten. Aber das Ganze erst im nächsten Part, wenn es hier weitergeht. Bei Tum Öl, bis dann, tschüss.